Und damit herzlich willkommen zurück bei Discworld 1 hier wieder auf dem Marktplatz. Gerade haben wir die Psychobude verlassen. Die Kunst der Beschilderung scheint schon seit langer Zeit tot zu sein. Das könnte sein. Und wir haben auf der Couch gelegen und haben nun ein paar Tintenkleckse erhalten. Wofür immer die jetzt gut sind. Wahrscheinlich für ein bisschen, wie auch immer, wofür man Tintenkleckse so braucht. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wofür ihr die so benutzen würdet. Bäh, sieht aus wie das Hinterteil einer Ratte. Oder es ist ein signiertes Porträt vom Magengeschwür des Patriziers. Das könnte beides sein. Ich glaube, das Bild zeigt eine Torte aus Schweineschmalz. Oder vielleicht einen Haufen Nilpferdknödel. mit was? Okay, alles klar. Was haben wir hier nochmal? Der Passierschein. Bestens geeignet für Leute, die das eine oder andere Tor passieren möchten. Wir haben doch hier ein Tor. Dann gehen wir nochmal einfach mal wieder zurück. Auf die Karte. Ach, der liegt immer noch da. Der Malaria-Kranke. Alte Gartenzwerg. So, da ist das Tor. Gehen wir nochmal dahin. Jetzt wieder in der Gegenwart. Okay, so. Hier sind die Herren. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Achtung, Sprengstoff. Sprengstoff? Was zum Teufel? Kann ich da mir reingucken? Huch! Natürlich! Und Fass? Wie? Es ist ein sehr gefährliches, doch auch sonderbar verlockendes Fass mit Schießpulver. Und wir... die sagen nichts dazu. Feuerwerkskörper, die muss ich unbedingt haben. Die hast du jetzt. Und die sagen nichts dazu. Ich bin da ganz irritiert, dass wir das einfach so... Ich dachte, die Herren sind gut in ihrem Job. Naja, wir probieren es mal mit dem Passierschein. Wie heißt A23? Oder wie hieß nochmal der Passierschein von Asterix? Ich bin ja gerade total durcheinander. Wenn ihr das nochmal wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Der Passierschein, den man da holen soll, aus dem Haus, das Verrückte macht. Einer der besten Filme von Asterix und Obelix. Asterix erobert Rom. Genial. Aber wir gucken mal, ob wir jetzt hier rauskommen. Das geht flott. Der hat gar nicht geguckt. Und habe ich ihn noch? Ich habe ihn nicht mehr. Okay. Bevor es jetzt anders überlegt. Guck mal das Stadttor. Guck mal an. Ah, der übliche junge Mann, der ebenso unerfahren wie eifrig ist. Das, ja. Okay, wir gehen mal. Huch. Oh, wie schön. Das ist ja mal geil. Ankh-Morpork Park. Und die Musik, Alter. Feier ich voll. Man kann sich den dunklen Wald angucken. Mehr scheinbar nicht. Hier ist noch ein anderer Wald. Wald. Dunkler Wald. Mal kurz hier reingehen. Oh, wie schön. Oh, wie geil. Alles ja, das ist ja himmlisch. Und die Musik. Boah, ich feier das. Wie geil. Oh, wie schön. Ah, mit dem Fisch. Ich sag ja. Oh, noch ein Frosch. Unserer ist ja jetzt weg. Der ist ja damals, wir haben ja, in der letzten oder vorletzten Folge war es. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das genau war. Ich bin jetzt komplett, vergesslich. Auf jeden Fall lagen wir hier. Also er hier lag hier in der Vergangenheit. Lag hier auf der Parkbank und hat seinen Rausch ausgeschlafen. Derjenige, der den Frosch da quasi in sich eingeatmet hat und dann, ja, das war Windswind. Ja, ich war zuerst irritiert. Ich dachte mir, was ist das da? Aber der sieht ja echt dem Windswind ziemlich ähnlich. Er hat ja auch gesagt, dass er da seinen Rausch des berühmten Weines da ausschläft. Auf jeden Fall haben wir uns selbst gesehen. Es wäre interessant gewesen, wenn wir ihn geweckt hätten. Was wohl passiert wäre, ja, wenn es nach Doc Brown geht, aus Zurück in die Zukunft, der hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, dann würde das ganze Weltall quasi vernichtet werden, wenn die beiden sich quasi treffen würden und sehen würden. Man hat ja gesehen, als sich die junge Jennifer damals und die alte begegnet haben, es ist nicht so viel passiert, außer dass die beiden in Ohnmacht gefallen sind. Wer weiß, was hier passiert wäre. Wir werden es nie erfahren. Also, ich glaube, ich vermute.
Was haben wir denn hier? Ein Wunschbrunnen. Ich wünschte mir viele einen Wunsch ein. Du darfst ja vielleicht mal irgendwas reinschmeißen, so ein Geldstück, und dann wünschst du dir, dass dir ein Wunsch einfallen würde. Was? Warum? 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 Was hat er getan? Ich wünschte mir viele einen Wunsch ein. Wieso macht er das? Okay, hier gibt's nicht mehr. Okay, ich denke mal, wir müssen irgendwann nochmal zurückkommen. Boah, ist das geil hier. Das ist schon, also ganz ehrlich, das Spiel ist mega cool. Dann gehen wir mal in den dunklen Wald. Über die Berge, über die sieben Berge, vorbei an den sieben Zwergen. Da ist er, okay. Aber die Musik, ne? Der Soundtrack ist so abwechslungsreich und cool. Gehen wir jetzt hin. Huch, was ist das denn? Hä? Nun lass uns darüber reden. Weißt du, ich habe mich immer gefragt, warum überquerst du die Straße? Das Huhn. Hör mal, du machst mir keine Angst. Oh, was kommt da? Die Truhe. Oh wei. Truhe, Mensch. Unartiges Ding. Das arme Huhn. Ein Ei? Jetzt bin ich sicher, dass es sich um das letzte Exemplar der Spezies handelt. Von dieser Spezies bestimmt. Haben wir jetzt ein Ei gefunden. Na gut. Und das ist eine Feder. Eine Basiliskenfeder. Menschenskind. Menschenskind. Ich können wir sie hier vielleicht klonen. Eine Basiliskenfeder. Bei Offler, das ist ein riesiges Ei. Das tut bestimmt weh, so ein Ding zu legen. Das kommt auf an, wie groß das Vieh war und wie groß die Öffnung. Und ja, lassen wir das. So, jetzt sind wir durch den dunklen Wald gegangen, um einmal drumherum zu gehen. Okay, wir mussten also quasi die... Ach, Moment, wir sind... Ach, das ist der Weg da... Ah, wir müssen noch dahin. Das komische Vieh hat uns quasi in eine Sequenz gelockt. Dann gehen wir mal. Ist hier noch irgendwas anderes? Nee, ne? Gehen wir mal in den dunklen Wald, komm. Huch! Ein Frosch. Vielleicht sollte ich jetzt die Melodie meines Lieblingslieds summen. Und das wäre... Oh, da oben. Alter. Das ist schon sehr cool gemacht. Mega. Ist schon cool. 95, ne? Immerhin. Gibt es spenstische Pilze. Vielleicht sollte ich jetzt die Melodie meines Lieblingslieds... Ja, mach das mal. Vielleicht sollte ich jetzt die Melodie meines Lieblingslieds... Und die Eule. Wie cool. Fleischfressende Eule. Ah. Natürlich. Vielleicht sollte ich jetzt die Melodie meines Lieblingslieds summen. Wer wohnt denn hier? Das ist ein Haus, ne? Da ist ein Haus, tatsächlich. Eine Hexe wahrscheinlich. Nanny Oxheim nehme ich an. Nanny Ox? Wer ist das? Ich möchte da nicht rein, aber... Hier draußen ist schon gruselig genug. Wahrscheinlich geht's sogar eben. Oh! Sie ist scheinbar nicht zu Hause. Was haben wir hier? Kräuter. Nun, einige der Kräuter scheinen meinen Blick zu erwidern. Hä? Leben die etwa? Das funktioniert nicht. Okay, du kommst nicht dran. Habe ich eine Leiter? Habe ich die noch? Wie kann ich die ranstellen? Das funktioniert nicht. Okay, wer will die Leiter nicht dafür benutzen? Okay, ihr könnt auf die Truhe nicht auf die Truhe, sondern auf die Truhe steigen. Was haben wir hier? Kessel. Bei Offlers Innereien. Das Ding enthält eine grässliche gelbe Masse, abscheulich, dämonisch und... Oh nein, einen Augenblick. Es ist nur Pudding. Ach so, na dann. Lecker. Vielleicht können wir die mitnehmen. Kristallkugel, warte mal. Habe ich nicht hier... Ich hatte doch hier... Krug habe ich. Ein Topf, hier, komm. Warum nicht einfach mal damit? Das Geräusch. Haben wir auch ein bisschen Pudding mitgenommen, warum nicht? Na, hervorragend. Ein Tontopf mit klumpigem Pudding. Kann ich noch mehr mitnehmen? Ich habe hier noch einen leeren Krug. Der Manfred ist bestimmt nicht traurig, oder? Das funktioniert nicht. Ach so, na dann.
Leer. Wahrscheinlich nur für Flüssigkeiten gedacht. Also nicht so, ne? Naja, wir könnten die Pumphose füllen, aber die... Naja, wir können die auch anziehen und hinterher... Naja, lass mal das. Ich möchte jetzt hier nicht den Leuten den Appetit verderben. So, Kristallkugel. Nun, wohl eher Quarz als Kristall und keine Kugel in dem Sinn. Mehr ein Klumpen. Aber vermutlich funktioniert das Ding trotzdem. Alter, was für ein Klugscheißer. Das funktioniert nicht. Ja, nimm's nicht mit. Okay, mehr kann man hier nicht machen. Wie gut, dass die Dame nicht da ist. Ich möchte sie auch nicht kennenlernen, ehrlich gesagt. Alter, warte mal. Moment, kurz gucken. Nee. Wir gucken uns die Tür mal kurz an. Oh, dort geht's zurück in den prächtigen Wald. Ja, prächtig und horrorhaft. Jetzt geht er wieder nicht da durch. Doch, jetzt geht's. Schnell weg. Schnell weg hier. Alter. Das ist ein super cooles Point-and-Click-Adventure, weil ich jeden ans Herz legen kann, das mal zu spielen. Der zweite Teil, boah, aber der erste Teil ist auf jeden Fall das coolste Spiel. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich sehe noch irgendwas anderes. Hä? Mehr ist hier nicht. Ist hier noch irgendwas anderes? Irgendwas? Was ist denn das da? Das ist das Truhe, achso. Rand der Welt? Rand der Welt? Ah! Ja, das ist ja eine Scheibenwelt, ich verstehe. Das ist ja eine Scheibenwelt, ich verstehe. Man kann ja da runterfallen. Die Erde ist eine Scheibe. Alle Leute, die behaupten, es wäre eine Kugel, ne, das, nein. Die Leute halten einen für verrückt. Eine Scheibe. Und zwar auf den Rücken einer Schildkröte, die durchs All rast. Oh, wunderschön. Ja, wirklich. Ein pixeliger Regenbogen mit allen pixeligen Farben der Welt. Der Rand, die Lampe. Ich wusste, dass mich dieses Spiel schließlich an den Rand des Wahnsinns treiben würde. Ja, das warst du schon vorher. Vögel? Sie fangen alle Fische, die über den Rand geraten. Ah, das ist auch mal was. Interessant. Es ist duster hier draußen. Duster. Sehr praktisch. Wieso? Oh, ich habe eine Lampe gefunden. Okay. Der nimmt doch alles mit, oder? Der nimmt auch alles mit. In ihrem Innern schwappt Öl. Ah, das kann ich in den Keller gehen, oder? Mit den Streichhölzern angezündet kann ich da in den Keller der Kneipe. Die Trommel, also die kaputte Trommel. Also die Trommel, die wir kaputt gemacht haben und jetzt kaputte Trommel heißt. Was haben wir hier? Kokosnuss und Kokospalme. Genau richtig, um Kokosnüsse außer Reichweite zu halten und mir somit ein weiteres Problem zu bescheren. Und das wäre? Die fährt ja auf die Nase, oder was? Die Dinger geben mir immer das Gefühl der Unzulänglichkeit. Also, der Typ ist einfach... Können wir mal ein bisschen rütteln? Au, pass auf. War klar. War so klar. Nochmal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe dabei ein Déjà-vu-Gefühl. Manches muss man nicht kommentieren. Manches muss man einfach nicht kommentieren. Dieses Schmetterlingsnetz ist echt praktisch, würde ich mal sagen. Hey, nein. Das Ding enthält Milch. Wofür können wir jetzt Milch gebrauchen? Gute Frage. Feder, Lampe, okay. Schön ist es hier, ne? Es ist wirklich sehr, sehr schön. Wir genießen noch ein bisschen die Aussicht hier. Ach ja, schön hier. Verlassen wir diesen Ort. Und kehren wir zurück in die Stadt. Ankh-Morpork. Schön ist es hier, ne? Der Welt, der Scheibe. Die sehr nichtsnutzigen Typen. Kein Kommentar zu meinen Passierscheinen abgegeben. Da ist Versteck, okay. Gehen wir mal zur Straße. Toy Shop. Hier war doch irgendwo... Warte mal, gehen wir weiter. Wir haben doch da... Ich habe noch gar nicht alles genau angeguckt. Wir hatten doch hier irgendwo noch... Warte mal, Laken.
Oh, ich hab was vergessen. Ich hab was vergessen. Ah, verdammt. Verdammt. Wenn man die Lösung hier liegen hat, dann sollte man noch richtig lesen und nichts vergessen. Wir müssen noch zum Platz zurück. Ich muss noch mal mit der Dame sprechen. Und dann zur Straße zurück. Da, 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 da. Da, 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 da. Sei still und setz dich. Die Musik ist, die ich, also ich habe jetzt eines meiner Lieblingsstücke hier. So, wir reden mal mit der Dame. So sieht man sich wieder. Ja, Mädchen. Hast du ihn gefunden? Wen? Ja, ich glaube schon. Offenbar bist du nicht ganz sicher. Wie sieht er aus? Nun, er ist ein hochgewachsener Kleiner mit hellem, dunklen Haar und einem, Ding im Gesicht. Auch Nase einem genannt. Ding? Du weißt schon. Meinst du einen Bart? Ja. Meinem Geliebten kam es nie in den Sinn, einen Bart zu tragen. Nur jemand, der vollkommen übergeschnappt ist, trägt einen Bart. Ich glaube, du bist verrückt, Verehrteste. Ich muss ihn finden. Es gehört zur Therapie. Da du gerade davon sprichst, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Wenn du schon mir einen kurzen wieder Brief für ihn gibst, dann kann ich ein Treffen arrangieren. Huch, tatsächlich, das macht die auch noch. Das macht's auch noch. Ich muss mal das Inventar hier ein bisschen größer ziehen, weil wir haben zu viele Gegenstände, so wie es scheint. Wir lesen mal den Text hier, wenn die hier noch bei uns sitzt. Diese Handschrift wirkt irgendwie vertraut. Mhm. Ja, hau mal ab. So, und jetzt geht's zurück zur Straße. Da, 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 da. Kann man da eigentlich da lang gehen? Nein. Oh, Crocus Gittus. Alter, ich finde das so findet genial. Sie oft in Gärten. Crocus Gittus. Langweilig. Geil. Alter, die, also ganz ehrlich. Mann, Mann, Mann. Die Entwicklerin damals. So, ist hier der Friseur? Ich glaube schon. Die Dame steht quasi auf gut frisierte Herren. Dann gehen wir eben mal den Brief. Ihm meine ich, nicht hier. Also, es könnte auch einer ihr sein, ne? Also, mit der rosa Schleife im Haar. Da sitzt übrigens es der Typ. Ist von ihr. Oh, bla bla bla. Oh, bla bla bla. Ach ja, ja, ja. Bitte kümmere dich um den Laden. In Ordnung. Er, natürlich. Ja, soll's. Hier, das ist der Typ, der Abflussreiniger, der wegen dem Krapfen gleiche Probleme hat mit seinem Gebiss. Armer Kerl. Seine Arbeit scheint vor allem Dreck zu betreffen. Ja, wir helfen ihm mal ein bisschen. Zange? Bohrer? Nadeln? Wir dürfen. Ich schlage vor, wir kommen dem Ding nicht zu nahe. Doch, wir dürfen. Wir dürfen. Er hat gesagt, wir sollen uns um den Lahm kümmern. Unser erster Kunde. Ob er auch der letzte war? Nee, hier sitzt schon einer. Oh, oh, oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Der Arme. Und schon hat er einen Zahn. Ein Goldzahn, so wie es ausschaut. Ein Goldzahn? Der arme Kerl. Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit jener Person zu reden. Ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Der arme Kerl. Der muss sich erholen. Aber ich glaube, der sieht ganz happy aus. Kann natürlich auch sein, dass er einfach sich nur erholen muss. Hätte man das auch mit Magie lösen können? Anstatt so? Ich weiß es nicht. So, wir haben auch hier noch den Fischhändler. Und wir haben doch da etwas. Das fällt mir gerade noch so ganz, ganz so irgendwie so ein. Aber erst einmal gucke ich mal eben kurz nach, ob ich noch was Vorheriges tun muss. Bindfaden müssen wir erstmal nehmen. Den haben wir doch hier, ne? So. Und mit der Krake verwenden. Jetzt haben wir ihn sogar. Mein Gott. Hey, dies ist ein prächtiger kleiner Krake. Zumindest nach Molluskenmaßstäben. So, jetzt müssen wir einmal in die Seitengasse gehen. Jetzt nehmen wir so Sachen, da kommt man normalerweise nicht drauf.
So, jetzt gehen wir hier zur Toilette. Okay. Jetzt haben wir den Topf, die Krake. So, oh Gott. Also, erst einmal den Topf mit dem Pudding. Mit der Toilette. Nein, ich kann es nicht bewegen. Hä, wie? Ach so, erst auf den Behälter klicken. Okay. Der Behälter, der ist wieder für uns. Jetzt die arme Krake. Oh, die Arme. Oh Gott. Ich ahne schon, was da passieren wird. Oh Gott, da darf keiner drauf. Da darf kein Mensch auf die Toilette kommen. Okay, und jetzt gehen wir wieder raus hier. Jetzt ist da jemand drin. Warte mal, ich gehe mal kurz zurück. Sagt er irgendwas dazu? Sagt er da irgendwas? Eine Toilette? Mit Absicht gebaut? Was wird nur aus der Welt? Um Gottes Willen. Früher war es im Mittelalter, da haben die Leute alle in die Ecke gemacht. Oder einfach nur Fenster auf, raus damit und fertig. Nein, da sehe ich nicht hinein. Über einige Dinge sollte man besser nicht Bescheid wissen. Nein, ich kann es nicht bewegen. Es ist mir gleich, was in der Bedienungsanleitung steht. Das mache ich nicht. Diesen Spruch habe ich über Jahrzehnte lang immer wieder benutzt. Ich finde diesen Spruch einfach genial. So, jetzt sind wir hier. Wir haben doch noch ein paar Pfläumchen. Was passiert, wenn man so viele Pflaumen isst? Dann hat man ein gutes Bedürfnis, ganz schnell mal irgendwo hinzukommen. Aber dass es so schnell geht, das wusste ich nun auch nicht. Also so schnell. Oh Gott. Oh Gott, der Arme. Alter Finne. Oh weia. Und nun können wir uns auch mal hier bedienen. Das funktioniert okay, nicht. Okay, der möchte kein Kaviar. Man sehe sich nur die Größe an. Sicher handelt es sich um klatschianischen Störrohr. Ja, bestimmt. So, jetzt können wir uns den Gürtel holen. Ein interessanter grüner Farbton. Nein, ich kann es nicht bewegen. Eine Toilette? Robuster Gürtel mit einer prächtigen Goldschnalle. Jetzt haben wir einen Gegenstand eines Mitglieds dieser komischen Beschwörungsbande. Ein Gürtel mit goldener Schnalle. Ich glaube, das war, also man konnte ihn ja erkennen, ne? Er hat ja auch den Dialekt gehabt, der war ja unverkennlich. So, jetzt gehen wir mal hier wieder weiter. Zum Ausgang, zur anderen Seite, Richtung Westen. Da ist diese Ecke wieder. Ja, natürlich jetzt geschlossen. Der arme Kerl ist immer noch am... Habe ich die eigentlich noch? Kann ich die mir wiedergeben? Ich brauche die bestimmt nicht mehr, oder? Das funktioniert okay. Nicht. Okay, wahrscheinlich brauchen wir die doch nochmal irgendwann. Ich kann dir auch einen Laken geben. Einfach, Hauptsache der ist gewärmt. Das funktioniert nicht. Schade, ein bisschen sozial ist hier nicht angebracht. Okay, ich verstehe. So, weiter geht's. Einmal zum Spielzeughändler zurück. So, wie gesagt, ohne diese Lösung kämen wir jetzt hier, da wären wir echt noch lange nicht da, wo wir jetzt schon wären, weil die manche... Oh, guck mal, neue Puppen hat er hier. Wie geil. Ah, erstklassige Kinkerlitzchen, kleine Schneeväter und andere Puppen. Kleine Schneeväter. Ein anderes Wort für Weihnachtsmann. Das war die andere Puppe. Esel und... Sowas sieht man nicht jeden Tag. Ein Esel aus purpurnem Plüschdingsbums. Dingsbums vor allem. Oh, eine Puppe des fröhlichen Schneevaters. Oh Mann. So. Okay, gut. Dann verlassen wir diesen Ort. Und die Straße. Und gehen einmal in den Palast.
und die sind wieder ganz putzmunter auf den Beinen, aber nicht mehr lange. Frage ist, welche davon benutzen wir jetzt? Diese hier? Nur noch eine Sache. Hm? Auch nichts. Na los, heraus damit. Was wolltest du fragen? Nun, es geht um dieses Bild. Was haltet ihr davon? Oh, sehr originell. Ein Hundehintern mit einem Hut drauf. Nein, Kumpel. Sieh mal genauer hin. Es ist deine Frau. Meine Frau ist nicht hässlich. Und jetzt können wir logischerweise durch. Der andere war noch ein bisschen irritiert. So. Und dann sind wir wieder. Der Bauer. Noch immer hier? Das ist das Problem mit dem Feudalismus. Schlange stehen hat kaum Sinn in einer Klassengesellschaft. Das, es ist alles eine Frage des höheren sozialen Rangs. Das stimmt. Des sozialen Rangs? Ja. Ja, man sollte auch das Kleingedruckte beim Gesellschaftsvertrag lesen. Auf jeden so Fall. So lautet mein Motto. Ich verstehe. Wo ist der Dieb? Ich Ach glaube, ja, das ist ja weg. Er wollte in jenes Viertel von Ankh-Morpork zurückkehren, das man aus gutem Grund Schatten nennt. Aha. Okay, Schatten. Ah, die gab's ja auch noch auf der Karte, ne? Da waren wir noch gar nicht. Aber wir müssen hier ein bisschen Spaß haben. Truhe? Ich habe da ein neues Aussehen für dich. Also etwas, was dir gut stehen würde. Eine Mülltonne. Larry ist schmutzig. Ach was. Larry will baden, will baden. Schön. Praktische Kritik ist immer deutlicher als viele Worte. Ach, das ist die Hexe vielleicht, die in der Hütte wohnte, wo der Pudding auf dem Herd stand, ne? Kann das sein? Das ist Nanny Ogg. Genau, die ist es. Die das nette, leckere Zeug hatte. Ach ja, so. Das ist überhaupt keine Überraschung. Der Igel ist in jedem Fall besser dran. Oh, Larry, Macht, endlich Macht. Oh Gott. Ich bin geboren, um die Welt zu dominieren. Oh Gott, 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 Gott. Jetzt müssen die Leute lachen. Komik wird zur Pflicht. Oh, dreimal Gott. Am Tag muss es zu spontaner Ausgelassenheit kommen. Alle sollen lachen, bis sie umfallen. Ein goldenes Zeitalter. Lachi, ein goldenes Zeitalter. Lachi, Lachi. Lachi, Lachi, Lachi. Bitte, bitte stopp dieses ganze Gerede. Es ist furchtbar. Wir haben da ein Schaumbad, oder? Weil ich glaube, wir können uns die Mütze nicht nehmen, die wir jetzt brauchen. Die hat auch was Goldenes dran. Das wäre der zweite Gegenstand, den wir jetzt brauchen. So, einmal kurz ein bisschen Badeschau. Das reinigt einen und gibt einen perfekten Duft. Und nun können wir uns die Mütze nehmen. Und schon haben wir den zweiten Gegenstand, den wir brauchen. Aus der Reihe der Beschwörer. Gürtel. Mütze. Eine Narrenkappe mit einem goldenen Glöckchen. Ja. Das funktioniert nicht. Okay, es wäre bestimmt sehr interessant aus, wenn er sie tragen würde. Als ich das letzte Mal einen so großen Ring gesehen habe, tanzten Druiden darum herum. Ach so, ja, dann hast du wahrscheinlich... Ja. Lassen wir das. Gut, wir verlassen diesen Raum. Diesen Palast. Ich denke mal, wir müssen nochmal irgendwann hierher kommen. Der andere Klecks wird wahrscheinlich dann nochmal als Eintrittskarte golden und gelten und benutzt. So, unsichtbare Universität. Und wir müssen zurück in die Vergangenheit. Einmal rein. In den Eingang. Was jetzt komischerweise ein Ausgang ist, oder die Haupttür. Okay. Einmal in die Bibliothek. Schön wieder hier zu sein. Die Banane, die behalte ich noch. Wer weiß, was man so braucht, um den Bibliothekar ein bisschen ruhig zu stellen. Wenn man mal aus Versehen das Wort Tier, Tier genannt hat, das darf man hier nicht. Und ich glaube, lügen darf man nicht, also... Ach ja, und man geht wieder zurück in die Zeit. Man braucht kein DeLorean dafür, man braucht einfach nur den L-Raum. Und schon kann man wieder zurückreisen. Windswind, Nervously, Cross.
L-Space. So, dann benutzen wir mal eben kurz das Buch nochmal. Und gehen zum Bücherregal. Nein, ach so, ich kann es nicht. Ich benutze es doch. Ich habe doch drauf gedrückt. Bitte. So. Okay, jetzt geht's in die Schatten. Ich könnte aber erstmal ganz kurz hier hingehen. Noch einmal kurz. Da, siehst du, da sind wir. Das sind wir. Der Frosch ist weg, verdaut. Der Schmetterling immer noch da. Ein neuer Schmetterling. Truhe. Kann ich vielleicht. Oh, ich habe kein Schmetterlingsnetz mehr. Wir brauchen kein Schmetterlingsnetz mehr. Guck mal schon. Doch, da ist es noch. Okay, wunderbar. Das war nur an einem anderen Ort. Kann ich ihn noch nehmen? Oh, noch. Wir können noch einen holen. Oder? Na. Oh, wir brauchen noch einen Frosch. Wir brauchen noch einen Frosch. Möglicherweise. Was jetzt? Was zum Teufel? Hä? Okay. Dann brauchen wir noch einen Frosch. Ich wollte nur mal ganz kurz zeigen. Hier, das sind wir. Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit reden können wir mit dem nicht. Oh, da habe ich also den Rausch ausgeschlafen. Reanueller Wein ist der ein seltsames Zeug. Genau, da schlafen wir. Es wäre interessant gewesen, wenn wir jetzt mit ihm reden könnten. Truhe! Hierher, Truhe! Bitte starr mich nicht so an, sonst werde ich rot. Gut, auf zu den Schatten. Da waren wir noch gar nicht. Aber wir kennen den Ort, glaube ich, schon aus dem Vorspann, ne? Da wurde doch jemand pulverisiert. Oh, Ratten. Laberne. Nein. Den möchte ich mir nicht aus der Nähe ansehen. Ist es etwa der? Er scheint mir ein bisschen zu unheimlich. Okay. Wir waren... Ach, hier war der Ort, ne? Hier war der Ort, wo der... Guck mal, da oben. Mir gefallen diese pittoresken Stadtviertel. Pittoresk. Oh, Mann. Ich glaube, hier verbirgt sich irgendwo eine Moral. Ja, vermutlich lautet sie, man räuchere immer den Rinnstein aus. Kein Fan vom Spinnen wahrscheinlich. Ach ja. Bei den Milchzähnen des großen Offler. Es ist eine Lasterhöhle. Das, so kann man es auch nennen. So kann man es auch nennen. Oder einfach nur Freudenhaus, wo man die Freude bekommt, die man braucht. Dann gehen wir mal rein. Oder ran. Die Musik, Alter. Was ist das denn? Das Haus käuflicher Zuneigung? Aha, klingt hübsch. Ah ja, sag's mir nicht, lass mich raten. Vermutlich handelt es sich um eine spezielle Wirtin. Eine ganz oder spezielle. So. Eine ganz, ganz spezielle. Na schön. Also sind es zwei spezielle Wirtinnen. Na, nicht nur zwei. Auch drei. Oh, tatsächlich. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich suche eine ganz besondere Person. Oh, die hast du bereits gefunden. Ich bin eine. Ich habe ein Herz aus Gold. Tatsächlich? Was macht ihr Damen eigentlich? Keine Ahnung. Oh, du weißt schon. Wir singen Lieder und kochen köstlichen Tee. Wir hören Männern zu, gehen in Holzschuhen auf ihren Rücken spazieren. Oh wei. Benehmen Massage? Uns immer mit gebührendem Anstand. Natürlich. So wie die Frauen auf dem Gegengewicht-Kontinent. Gegengewicht? Geschas! Es überrascht mich nicht, dass du erkältet bist, wenn du in so einem Kleid herumläufst. Hatschi! Es ist nur, ich dachte, ihr seid... Ach, das dachtest du, wie? Voreiliges Kategorisieren auf der Grundlage von Vorurteilen, wie? Nur deshalb, weil wir unabhängige Frauen sind, die in der Welt einen eigenen Weg beschreiten.
Und du trägst auch noch ein Kleid. Das tut er. Angeblich wohnt hier die große Sally. Weiß gar nicht, warum du dich für sie interessieren solltest, Großer. Großer. Darüber könnte man stundenlang lachen. Was? Warum? Immerhin trägst du ein Kleid. Das ist kein Kleid, sondern der Umhang eines Zauberers. Sieht wie ein Kleid aus. Aber es ist keins. Es handelt sich vielmehr um das charakteristische Kleidungsstück eines alten und ehrwürdigen Ordens von Ästheten. Du läufst viel, nicht wahr? Du wärst überrascht. Nun, eigentlich kein Wunder. Immerhin bist du in einem Kleid unterwegs. Deine Anspielungen gefallen mir nicht, Verehrteste. Als Zauberer bin ich zur Keuschheit verpflichtet. Ach was. Kein Wunder. Schließlich trägst du ein Kleid. Darin möchtest du sicher nicht erwischt werden. Könnt ihr mir wenigstens sagen, wo ich die große Sally finde? Na klar, Großer. Großer, ich könnte mich kugeln. Nun? Nun was? Wo ist sie? Oh, ich bin die große Sally. Ach was. Hättest gleich sagen sollen, dass du mich suchst. Hab ich doch. Man hat mir geraten, dich um eine Spezialbehandlung zu bitten. Um eine Spezialbehandlung? Ja, das stimmt. Und glaub nur nicht, dass ich mich darauf freue. Na schön, besorg Milch, das Ei und Mehl. Ich kümmere mich um die extra dafür brauchen wir es also. Warum verwirrt mich die Antwort ein wenig? Okay, haben wir ja alles dabei. Also wir haben Stärke, Mehl. Also das sollte funktionieren. Das hier ist Stärke. Das funktioniert nicht. Gib es dir doch einfach mal. Das funktioniert. Hallo? Hä? Das ist doch Stärke, oder nicht? Warte mal. Okay, wir müssen erst den Schraubenzieher benutzen. Schraubenzieher mit der Kokosnuss. Und schon haben wir die Milch. Aha, wunderbar. Wir behalten mal die Reihenfolge der Lösung. Höp. Oh. Ja, jetzt hat sie drei Nüsse. Also, ja, Melonen. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. So. Das Ei können wir ja schon mal geben. Das haben wir auf jeden Fall. Das solltet ihr auf jeden Fall nehmen. Sieht aus wie Yoshis Ei, oder? Also, so ein rosa. Also, so ein... Welche Farben gab es nochmal von Yoshi? Grün, Rot, Gelb und Rot, ne? Das waren, glaube ich, die Farben. Und Adep! Vorsichtig! Jetzt hat sie noch ein Ei. Also es hat sie ein richtiges Ei. Also, ihr wisst, was ich meine. Nuss und Ei. So. Das funktioniert nicht. Neue im Nu-Stärke lässt alles steif werden. Könnte unter gewissen Umständen durchaus nützlich sein. Könnte, ja. Könnte. Stärke. Das funktioniert nicht. Was willst du denn jetzt von mir, verdammte Axt? Das ist doch Stärke-Mehl, oder? Oder gibt's noch was anderes? Stärke. Hab ich irgendwas übersehen? Hab ich irgendetwas übersehen? Ich hab jetzt auf jeden Fall alles gegeben. Das funktioniert. Aber irgendwie. Das funktioniert. Ich glaube, ich muss irgendwas anderes machen. Hey, ich glaube, das ist verboten. Ach so. Hey, ich glaube, das ist verboten. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, hab ich noch irgendwas anderes? Eine Pumphose habe ich immer noch. Tomate. Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendetwas übersehen? Topf. Oder muss ich die da reinschütten? Das funktioniert nicht. Das muss ich auch nicht. Aufmachen das vielleicht? Nein. Neue im Nu-Stärke lässt alles steif werden. Ja, ja. Könnte unter gewissen Umständen durchaus nützlich sein. Warum muss ich das irgendwie... Es ist ein sehr gefährliches, doch auch sonderbar verlockendes Fass mit Schießpulver. Kann ich sie vielleicht reinlegen und das vielleicht das geben? Das funktioniert Nein, nicht. Nein, schade. Ich meine, das ist doch Stärke. Ich stelle hier. Ich bin gerade irritiert. Ich muss eh mal einen Folgenbreak machen. Dann werde ich mich mal ganz kurz mal eben informieren, woran es liegen würde und sollte. Ich komme wieder. In der nächsten Folge gucken wir mal. Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe irgendwas übersehen, oder? Naja, egal. Nächste Folge geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne mal Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Ja, dann sage ich jetzt bis dahin. Ciao. Das war ein weiterer Folge von Discworld. Oder Folgen. Es kann auch sein, da ich die einfach wieder gesplittet habe. Je nachdem. Ja, es geht also zügig weiter.
Bleibt dabei, wenn ihr wissen willst, wie es weitergeht mit Rincewind und Ruhe und Drache und wie sie alle heißen auf der guten alten Scheibenwelt. Macht gut, bis dann. Ciao und tschüss. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen.